Was ist das? Johnny. Ist das Wasser? Yo, Freunde, was geht ab? Wichel, wikkelde sade. Yo, Freunde, was geht ab? Ihr liest schon im Titel, ein Tag lang türkisches Essen. Auf jeden Fall heute nur türkische Sachen. Wir werden gleich auch ins Supermarkt fahren, in einen türkischen Laden. Und da gucken, was man da für türkische Sachen kaufen kann und essen kann. Genau, Freunde, wie ihr seht, Riyad ist wieder fit. Riyad hat wieder Energie. Yes, yes, ich habe auf jeden Fall wieder Energie, aber nicht zu 100%. Innerlich immer noch dieses bisschen schwach, aber ich bin wieder gesund. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt schon auf den Weg. Mal sehen, was man da so kaufen kann. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Vergiss nicht zu kommentieren. Vergiss uns nicht auf Instagram zu folgen. Alles, wie ist das? Ananas, deine Hose, was weiß ich. Und ich würde sagen, let's go. Sind jetzt auf jeden Fall draußen. Das Wetter ist einfach richtig mies. Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall im Auto drin, fahren jetzt zum türkischen Laden und ich sehe hier gerade, hier ist so ein türkisches Getränk, was Johnny im letzten Video gemacht hat. Check das Video auf jeden Fall ab, da war Johnny komplett alleine, wo ich krank war. Ich habe auch zu Johnny gesagt, Digga, dreh das Video bitte alleine, weil mir geht's echt komplett scheiße und da hat er auch echt krank. Respekt an mir, Respekt an ihn, das Video alleine gedreht. Und yes, check das Video auf jeden Fall ab. Erster Link in der Beschreibung. Und yes. So, Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall beim türkischen Laden angekommen und hier sind auch richtig frische Sachen dabei, zum Beispiel auch Sachen. Jetzt holen wir mal eine Sache, die wir gar nicht kennen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Freunde, schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr dieses Essen kennt. Wer von euch dieses Essen kennt, schreibt in die Kommentare rein. Würde mich heftig interessieren. Das kennt Johnny nicht und das kenne ich auch noch nicht. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall safe kaufen. Das schon mal safe sichern, Johnny. Safe, safe, safe. Und was spricht dich hier so an? Ich bin ehrlich, im letzten bei Ein Tag lang kurdisch. Man kann ja sagen, kurdisches und türkisches Essen ähnelt sich bisher. Auf jeden Fall. Wir hatten bei Ein Tag lang kurdisches Essen, hatten wir dieses... Börek heißt das, ne? Ne, Ruvis. Ruvis, stimmt. Aber Ruvis? Auf Türkisch heißt das Tafuk. Tafuk, Tafuk. Aber, wir hatten diese Tafuk, aber, seht, hier gibt es Tafuk in Bulettenform. In Bulettenform. Wollen wir Ruvis, weil ich glaub alles, bin ehrlich, ich finde Ruvis ist eines der krankesten Fleischsorten. Viel kranker als Bratwurst, viel kranker als Bulette. Ruvis ist eins der alle Leute, die Ruvis nicht kennen, bitte, bitte, tut mir eingefallen, bitte probiert das, das ist so lecker. Mann, geil. Auf jeden Fall hier in runder Form, hab ich auch nicht gegessen, wollen wir auch mitnehmen? Ja, safe, Digga, pack ein. Geil. Hashtag geil. Wir haben wieder was gefunden, was aussieht wie Hundeleckerli, Digga. Was ist das? Was ist das? Egal, das werden wir jetzt auf jeden Fall auch mitnehmen, weil das sieht außergewöhnlich aus. Ja. So, das werden wir jetzt erstmal auch mit einpacken. Johnny, ist das Wasser? Johnny weiß nicht. Trinken? Freunde, erklärt jetzt in die Kommentare rein, was das ist. Johnny weiß nicht, was das ist. Für die Leute, die wissen, was das ist, schreibt jetzt in die Kommentare rein und erklärt es, Johnny. Oder auch, was es ist? Nee, also ja, ich weiß, was es ist, aber ich will, dass die Zuschauer es dir erklären. Aber kann man das trinken als Wasser? Ja. Nee, nein, das. Freunde, erklärt ihnen das lieber. Erklärt ihn das lieber. Oder schreibt ihn auf Instagram. Erklärt ihn das auf jeden Fall. Ich weiß es, aber ich will, dass ihr es ihnen erklärt. Ich will echt wissen, was es ist. Digga, chill. So, mal sehen, was man hier noch so kaufen kann. So, Freunde, jetzt wollen wir auch mal Getränke gucken, nach Getränken suchen. Ich kenne das nicht. Das kenne ich von das Video, was du gemacht hast, Johnny. Ja, ja. Aber weißt du, was mich anspricht? Hä? Das hier. Was ist das hier? Das hier spricht mich an. Und das spricht mich an. Bruder, kauft ihr das auch? Mango-Nektar. Wir kaufen diese beiden Sachen. Tamek. Und bei mir heißt das, was steht bei mir? Ey, das sieht krass aus. Das ist richtig krass. Du holst das, ich hol das. Okay, ja, auf jeden. Wir probieren ja, die gleich. Ja, okay. So, Freunde, wir werden uns jetzt auf jeden Fall noch etwas holen. Johnny, hol mal das. Kannst du mal kurz das hier holen? Freunde, kennt ihr das? Immer in die Kommentare schreiben, falls ihr das Essen kennt oder nicht. Haben jetzt die Sachen endlich eingekauft und richtig korrekt, dass wir da drehen dürfen. Sei mal ehrlich, wie richtig geil. Und ich würde sagen, wir gucken eigentlich spontan gleich, wo wir die Sachen jetzt essen. Und ja, wir sehen uns dann. Wir sind jetzt auf jeden Fall irgendwo im Friedhof gechillt, wieder in unsere Heimatstadt zurück. Wir waren gerade woanders. Ich will unbedingt, ich weiß nicht warum, das hier austesten. Freunde, wir beide probieren jetzt. Das sieht ultra unappetitlich aus, wenn ich ehrlich bin. Wegen der Wurst, ne? So. Richtig eklig sieht das aus. Freunde, wirklich, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Das besteht, glaube ich, wie es hier so aufgezeichnet ist, aus trockenen Früchten, also aus Früchten auf jeden Fall. Soll ich zuerst reinbeißen, eben schnell? Ja, Mann, gib ihn. Okay. Beiß einfach so straight rein, ne? Ja. Guck mal, so sieht das aus. Ich will gar nicht wissen.
Schmeckt das echt so scheiße? Ich weiß es nicht, ich traue mich irgendwie nicht reinzubeißen. Zu süß? Hold quick. Jetzt kommt's, jetzt sagt er, hä, ist doch doch geil. Ist eh. Weißt du, was mich abfuckt? Oder provoziert ein bisschen? Die Konsistenz und der Geschmack passt nicht zusammen. Echt? Das ist ein Gummi und ein anderer Geschmack, der passt irgendwie. Gefällt mir nicht, bin ich ehrlich. Oder jetzt probiere ich das mal. Ja. Wenn du mal mich wurzeln. Ja, no. Also jetzt kommt meine Reaction. Nee, ne? Ja. Wie das? Aber die Konsistenz gefällt dir, oder was? Digga, ich bin doch kein Hund, das ist schon Hunde. Ne? Das ist so ein Hund, ja, ja. Freunde, ich finde das nicht so. Pack ich wieder ein. Mal sehen, vielleicht ist es jemand anders, aber das gefällt mir echt nicht. Ja. Ich will jetzt diese Sonnenblumenkerne probieren. Wir wollen jetzt das probieren. Ich kenne dich schon. Auf unsere Sprache heißt das Dendix. Schreibt mal, ob ihr Dendix kennt. Und ja, jetzt erstmal als erstes probieren. Kennt ihr das? Und dann immer den hier. Freunde, kennt ihr das? Ich kenne den ganz anders. Wie? Ich kenne den anders. Ich zeig gleich, wie ich den kenne, okay? Guck mal, so. Und dann immer den hier. Da kommen gleich Peaches, paar Peaches. Und dann, der ganze Boden ist immer voll. So, wie kennst du das jetzt? Mal kurz. Ich kenne den so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den so in Erinnerung habe. Also erstmal ablutschen, weil das Salz drauf. Wie? Nee, das ist ohne Salz. Oh, ohne Salz, okay. Drauf. Dann draufbeißen. Wie? Machst du so, Mann? Ich weiß, wie du machst. Du machst so. Guck mal, Ich muss erst mal rein. Ich hab den verlernt. Aha. Hast du ihn? Ja? Ich hab mich verlernt, Bruder. Freunde, was ist das? Das ist einfach Teig. Teig. Das wusste ich gar nicht. Teig, Alter. Wer wusste? Boah. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall auch noch in den Ofen reintun. Und ja, ja. Ich will jetzt schon so reinbeißen. Ne, weil einmal auch mal echt Bock, einmal reinzubeißen, ja, Alter. Ja, Mann. Ey, Teig schmeckt auch willst voll lecker. Willst du so einmal reinbeißen? Willst du auch? Ich will rein. Beiß aber rein. Nee, mach lieber nicht. Ja, das war mal weg. Oh, ich glaube, das wird so krass schmecken, Donny. Mach einen Ofen, Bruder, mach einen Ofen. Ich glaube, das wird so krass schmecken. So, Freunde, wir chillen jetzt gerade im Bett. Dachten uns, dass wir uns im Bett ein gemütlich machen hier. Meine Ruvis, also ihr kennt ja, wie Johnny schon vorhin im Supermarkt gesagt hat, ihr kennt ja diese Ruvis. Aber das sind einfach für uns die runden Ruvis. Wirklich. Ich würde sagen, Johnny, gönn dir da die ersten Biss. Und sag mal, ob du das geiler findest als Ruvis. Okay. Einmal reindippen, Digga. Geil, Digga. Die haben wir aber jetzt in den Ofen gepackt. Schmecken die im Ofen auch? Weil du warst ja mal bei uns. Geil. Ja, deine Augen, die leuchten richtig krank. Oh, Alter, deine Augen leuchten, glaube ich, krank. Schmeckt geil, Digga. Schmeckt geil. Ja, warte, ich hab hier noch ein typisches Getränk. Stimmt, wir haben auch unsere Getränke. Der taste das auch mal direkt. Wie heißt das, Digga? Türtamek, Freunde, wer kennt das? Mango Nektar, Türtamek. Türtamek auf deinen Nacken, Digga, hier auf dein. Bam, 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 bam. Mal sehen, ob da Kohlensäure drin ist, ich glaub nicht. Jetzt bin ich gespannt. Nie Kohlensäure, ne? Hat man schon direkt gemerkt. Schmeckt das krank? Das ist eher ein Saft. Das ist ein Saft, das ist so ein. Nektar? Wo lass ich auch mal probieren? Schmeckt echt geil. Das schmeckt unnormal. Geil, ne? Das ist das Beste, was ich getrunken habe. Das ist krass. Jetzt, ich glaube, dein schmeckt geiler. Willst du mal das jetzt eben probieren? Oder warte, ich erstmal meine Rücken. Soll ich kurz filmen? Ja, Mann, film mich mal kurz. Boah, ich hab grad so Hunger. Heiß. Boah, ich hab grad so Bock drauf, das schmeckt krass. Ich find das geil. Ich will auch eine Hand nehmen ist geiler. Ja. Ist der Kohlensäure drin? Da ist Kohlensäure drin, ne? Auch nicht.
Ich weiß nicht, was du dazu sagen wirst. In allen türkischen Dosen ist keine Kohlensäure drin, voll komisch. Ja. Möchte keine Kohlensäure oder was? Boah, ich esse das hier weg. Schmeckt ein bisschen wie Eistee. Ja, ja. Bisschen wie Eistee schmeckt das. Limetten-Eistee kann man sagen. Eistee mit Limettengeschmack, ja. So, Freunde, jetzt kommen wir zur nächsten Mahlzeit. Das ist auch. Komm her, Bruder, komm her. Das ist auch die letzte Mahlzeit jetzt, oder ich glaube, das ist die letzte Mahlzeit, ja. Es ist auf jeden Fall Börek und was wir die ganze Zeit gerade, wir haben gerade echt die ganze Zeit nur am Handy gechillt, waren die ganze Zeit nur Instagram, haben die ganze Zeit wirklich gechillt. Und jetzt ist es Zeit, Börek zu essen. Genau. Johnny, Digga, Zeit mal. Genau, auf jeden Fall. Genau, ja. Genau, ja. Freunde. Börek mit Käse, Freunde, hier ist Käse drin, ne? Johnny wollte als Essen mit Spinat. Es gibt auch Börek mit Spinat. Ich feiere, bin ich ehrlich, Börek mit Spinat mehr. Schreibt mal ihr in die Kommentare, welchen Börek-Art feiert ihr mehr? Feiert ihr Börek? Also ich weiß nicht, ob überhaupt Leute Börek schon mal gegessen haben oder kennen. Auf jeden Fall, falls ihr Börek kennt, schreibt mal in die Kommentare entweder Börek Hashtag Käse oder Hashtag Spinat. Genau, Freunde, aber ich glaube, die kennen nicht mal Spinat. Glaube ich. Du? Oder kennt ihr auch Spinat? Spinat ist geiler, Digga. So, auf jeden Fall. Jetzt hier auch einmal reindippen. Boah, geht ab. Ja. Käse geht aber auch echt ab. Mit Schafskäse mal, krank. Boah. Wie die Schnecke. Ja, Mann. Ist geil, ne? Heute so, ja, Mann. Ist echt geil. Auf jeden Fall, Freunde, ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Checkt unsere Instagram-Accounts ab, wenn ihr Bock habt. Alrighting. Wir chillen auf Instagram. Unser Leben ist Instagram. Instagram. Wir brauchen viel Werbung zu machen, Junge. Man darf nicht so viel Werbung machen auf deinem YouTube-Kanal für Instagram. Instagram folgt uns auf Instagram. Hör auf, Werbung zu machen. 31er macht Werbung. Schreibt jetzt alle in die Kommentare. Hashtag Johnny_ULR. Folgt mir auf Instagram. Freunde, alle Hashtag Johnny Willer. Zwei. Ich hab ihn auch so auf Handy, auf WhatsApp eingespeichert. Echt? Immer noch. Johnny, die Willer. Skis, genug Werbung, Freunde. Skis, folgt auf Instagram. Zwei. Eins. Folgt auf Instagram.